Einige Themen sind hier in den letzten Tagen ja so ein bisschen untergegangen. Wir hatten echt zwei riesige Videothemen. Wir hatten den Absturz am Montag, wir hatten gestern den neuen Istanbuler Flughafen. Aber einige von euch haben in den Kommentaren immer mal wieder interessante Sachen erwähnt, die in den letzten Tagen in der Luftfahrt auch relevant waren. Darunter war zum Beispiel auch die Lufthansa, die nun einen Airbus A319 auf die Langstrecke nach Indien schickt. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Route für diesen Flugzeugtypen. Gerade bei der größten deutschen Fluggesellschaft. Warum das so ist, was dahinter steckt, was die Story dazu ist und welche Fluggesellschaft vielleicht sonst noch ein solch kleines oder vergleichsweise kleines Flugzeug auf die Langstrecke schickt, das schauen wir uns jetzt mal an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare und für die Nachrichten im Forum und per E-Mail zu diesem Thema, denn ich hatte da so ein bisschen drüber gelesen. Ich dachte, das ist wahrscheinlich gar nicht so interessant, aber die Story, die dahinter steckt, die ist interessant. Und ich denke mal, die interessiert auch viele von euch. Also schon mal vielen lieben Dank für die Hinweise dazu. Langstreckentechnisch hat die Lufthansa, die größte deutsche Fluggesellschaft, wenn es um die Flugzeugtypen geht, ja echt einiges zu bieten. Den A330, den A340 als 300er und 600er Version, den A380 oder den brandneuen A350 oder die 747 in alt oder in neu. Die haben echt so gut wie alles. Und es klingt doch alles ziemlich cool. Und wenn man jetzt bei der Lufthansa einen speziellen Flug nach Indien bucht, der knapp 12 Stunden dauern kann, dann landet man in einem A319. Das ist tatsächlich eine etwas ungewöhnliche Route für einen Airbus A319 und es ist auch kein besonderer A319, sondern ein ganz normaler Kurz- und Mittelstreckenflieger der Lufthansa, mit dem ihr auch von Frankfurt nach Hamburg zum Beispiel fliegen könnt. Und ist das jetzt schlimm? Das ist vielleicht Ansichtssache, aber ich glaube, wir müssen uns nicht darüber streiten, dass so langes Sitzen in der von der Kurz- und Mittelstrecke bei Lufthansa gewohnten Economy Class, das ist schon nicht ganz ohne. Aber die Geschichte, die hinter diesem besonderen Linienflug steckt, die ist ein bisschen länger und erst wenn man die kennt, dann ergibt dieses Ganze mit diesem Flug jetzt hier auch erst Sinn. Denn Lufthansa betreibt diese besondere Strecke von Frankfurt nach Pune in Indien schon seit mittlerweile 10 Jahren. Seit dem Jahr 2008. Allerdings nicht mit eigenem Fluggerät, sondern mit einer im Wetlease betriebenen Boeing 737 der Private Air. Das ist eigentlich eine kleine Schweizer Fluggesellschaft, allerdings hat man die Jets, als die Lufthansa dann ein großer wichtiger Kunde wurde, unter die deutsche Flagge gepackt, in Deutschland registriert und einen Zweitsitz quasi in Düsseldorf eröffnet. Denn die Dinger lassen sich immer mal wieder an den deutschen Flughäfen blicken. Lufthansa flog zum Beispiel auch wieder im kompletten Wetlease mit einer Boeing 737 der Private Air die Strecke von Düsseldorf nach New York. 6 Flugzeuge hatte diese kleine Airline gerade erst letztens noch aktiv in der Flotte und die für Lufthansa auf der Indien-Strecke betriebene Boeing 737-700, die war wirklich großzügig ausgestattet, war von außen nicht als ja, quasi Lufthansa-Maschine für Lufthansa eingesetzte Maschine erkennbar. In der Kabine findet man allerdings ein komplettes Lufthansa-Interieur mit Lufthansa Business Class Sitzen und mit Lufthansa Economy Class Sitzen. Wie gesagt, alles sehr, sehr großzügig, denn in der 737-700 sind nur 86 Sitzplätze. Zur Freude der Reisenden 20 Business Class Sitzplätze in einer 2-2 Bestuhlung, also in 5 Reihen. Und dahinter findet man dann noch 66 Sitzplätze der Economy Class, so wie man sie von einem Lufthansa Langstreckenflugzeug gewohnt ist. Damit wurden hauptsächlich Geschäftsleute bis zu 4-mal wöchentlich von Frankfurt aus nach Pune, nach Indien gebracht. Denn in Pune und Umgebung, da boomt die Industrie, vor allem im Bereich Softwareentwicklung. Und wer weiß, wer da aus Deutschland wie sein Geld verdient. Auf jeden Fall konnten die mit der heißgeliebten heimischen Lufthansa fliegen, wenn auch nur im Wetlease. Nach eigener Aussage war diese Strecke auch immer gerne gebucht und immer gut nachgefragt. Allerdings gab es dann ein klitzekleines Problem bei der Private Air. Lufthansa beendete am 30. Juni 2018 die Zusammenarbeit nach etlichen Jahren und das aus betrieblichen und kommerziellen Gründen, hieß es. Irgendwie ein bisschen komisch, wenn man bedenkt, dass die Strecke doch scheinbar ganz gut lief. Am 10. Oktober 2018 wurde dann allerdings von einem Konkursverfahren gesprochen. Die Private Air befindet sich wohl in einem Restrukturierungsprozess. Heißt es zumindest. Das bedeutet für uns ganz einfach, das, was die da gemacht haben, das hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren müssen. Und die Fluggesellschaft hat schlicht und einfach nicht genug Geld für eine reibungslose Operation. Die Partnerschaft mit Lufthansa wurde daraufhin erst einmal nicht beendet, sondern vielmehr unterbrochen. Und das ist jetzt auch keine Entwicklung oder kein Ereignis, was jetzt gerade erst eben passiert ist, sondern in diesem Restrukturierungsprozess befindet sich die Private Air nach Aussage des Aufsichtsratspräsidenten Thomas Limberger schon seit einiger Zeit. Es geht darum, die Fluggesellschaft neu zu ordnen, ordentlich Geld zu investieren und dann eine klar strukturierte Airline aus dem Ganzen aufzubauen mit der gleichen Idee, aber
in funktionsfähig. Und einen Großteil dieser wichtigen, für Private Air existenzsichernden Entwicklungen, den konnte man wohl bereits hinter sich bringen, nach seiner Aussage zumindest. Und mittlerweile wäre die Fluggesellschaft wohl schon wieder bereit, für die Lufthansa vernünftig zu operieren. Allerdings tut sie das zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Die entsprechenden Flugzeuge sind zum jetzigen Zeitpunkt inaktiv. Dabei machte der Flugplan der Lufthansa im letzten Monat schon ein bisschen Hoffnung. Wie gesagt, das Ganze ist viel mehr unterbrochen als beendet, denn diese Strecke nach Pune von Frankfurt aus, die war ja jetzt quasi ab dem 30. Juni aus dem Flugplan raus, sollte dann aber so schnell wie möglich auch wieder darin zu finden sein. Genauer gesagt, ab dem 28. Oktober 2018 sollte es dann weitergehen. Also jetzt gerade vor 3 Tagen. Und am Anfang stand als das Flugzeug, mit dem man da auf dieser Strecke fliegen würde, auch wieder die Private Air 737 drin. Die war dann aber recht schnell wieder draußen und dann kam der Lufthansa A319, womit wir uns jetzt wieder in der Gegenwart befinden. Der Lufthansa Kurzstreckenflieger bietet natürlich nicht annähernd das an Komfort, was eine Private Air 737 bieten kann. Das liegt gar nicht unbedingt am A319 selbst, sondern natürlich an seiner Bestuhlung. Denn dort findet man selbstverständlich keine Business Class, wie man sie auf der Langstrecke bei der Lufthansa gewohnt ist. Es gibt lediglich die quasi erweiterte Version der Kurzstrecken-Business Class, das heißt, die Sitze sind die gleichen wie in der Economy Class auch. Allerdings wird das auf dem Sitzplan, wenn man jetzt diesen Flug nach Pune bucht, als 1-1-Bestuhlung angezeigt. Das bedeutet, derjenige, der dort einen Platz in der Business Class bucht, der bekommt eine Economy-Sitzreihe für sich. Aber dann ja auch nicht mehr Sitzabstand oder wie auch immer, sondern es bleiben ja Economy-Class-Sitze. Ob das jetzt für knapp 12 Stunden wirklich ausreichend bequem ist, man weiß es nicht. Aber gut, es gibt auch kein Entertainment-System. Private Air in ihrer Boeing 737 hat eins, denn dort findet ihr eine etwas veraltete Version der Langstrecken Lufthansa Business oder Economy Class. Dafür bekommen die Passagiere im A319 allerdings einen Gutschein für das Lufthansa Onboard Internet. Und das ist ja schon mal eine schöne Sache. Ob der unbegrenzt ist, das weiß ich nicht, aber immerhin. Ob sich wiederum ein Geschäftsreisender, der nach Indien zu seiner Softwarefirma fliegt, damit zufrieden gibt, wenn man die ersten Kommentare und Meinungen zu diesem Flug im Internet liest, dann muss man diese Frage wohl leider mit Nein beantworten. Aber am Anfang haben wir gerade doch noch drüber gesprochen. Die Lufthansa hat doch so wahnsinnig viele Langstreckenmaschinen. Warum also den treuen Kunden da den A319 auf dieser Strecke zumuten? Tja, Schuld hat tatsächlich der Flughafen in Indien. Denn obwohl Pune eine Stadt ist mit über 3 Millionen Einwohnern, muss das ja nicht heißen, dass der Flughafen auch gleichzeitig ein großer Flughafen ist. Er wird lediglich von einer überschaubaren Anzahl an Fluggesellschaften angeflogen. Neben den einheimischen Airlines wie Go Air, Indigo, Jet Airways oder SpiceJet geht da nicht mehr wahnsinnig viel. Dazu kommt, die Piste ist mit 2500 Metern nicht wahnsinnig lang. Das reicht zwar für die meisten Flugzeuge aus, wenn das Ding danach allerdings noch 10 Stunden nonstop fliegen soll, dann reicht es für viele Maschinen wiederum nicht aus. Und ganz allgemein kann man einfach sagen, der Flughafen ist nicht für Großflugzeuge ausgelegt. Aber einen Vorteil hat das Ganze ja, wenn man diesen Flug mit dem Airbus A319 bucht, denn man kann sich zwischendurch mal die Beine vertreten. Denn der A319 der Lufthansa muss auf dieser Strecke einen Zwischenstopp einlegen, in Aserbaidschan, in Baku, zum Tanken. Und dahin braucht man etwas mehr als 5 Stunden, dann bleibt der Flieger da kurz stehen. Und dann fliegt man nochmal etwas mehr als 5,5 Stunden weiter nach Indien. Also, wenn wir das jetzt mal alles so ein bisschen zusammennehmen, worüber wir eben gesprochen haben, dann ist das wirklich eine Notlösung. Lufthansa selbst bezeichnet das Ganze als Zwischenlösung, bis man das Ganze dann mit Private Air wieder auf die Kette bekommen hat. Und jetzt extra dafür ein A319 oder ein A320 umzurüsten, damit man den Kunden die Experience bieten kann, die sie auch in einer Private Air 737 haben, das ist dann vielleicht auch nicht so sinnvoll. Aber zum aktuellen Zeitpunkt kann halt auch leider niemand sagen, wie lange das mit dem A319 noch so weitergehen soll, sprich, wie lange es noch dauern wird, bis die Private Air 737 für diese Flüge wieder zur Verfügung steht. Aber gut, bis dahin hat die Lufthansa wohl einen der interessantesten und auch anstrengendsten Langstreckenflüge überhaupt im Programm. Standardrumpfflugzeuge auf der Langstrecke sind aber natürlich auch nichts Neues mehr. Denn man kennt das ja mittlerweile, die neuen Flugzeuge sind so potent, dass man sie auch nonstop über den Atlantik schicken kann. Und das mit fast 200 Leuten an Bord. Man gucke sich nur Norwegian Airlines an, die mit ihrer 737 mit 189 Sitzplätzen und damit mit einer nicht wirklich entspannteren Bestuhlung als in dem Lufthansa A319 über den Atlantik fliegen. Das muss man schon wirklich wollen, auch wenn es das für einen entspannteren Preis gibt. Aber es wollen scheinbar trotzdem nicht so viele. Norwegian musste mittlerweile schon einige Routen wieder einstampfen, weil sie halt schlicht und einfach nicht den finanziellen Erfolg bringen. Das ist aber auch gar nicht so spannend, da haben wir schon wahnsinnig viel in anderen Videos drüber gesprochen. Viel interessanter sind natürlich die Strecken, die mit kleinen Flugzeugen durchgeführt werden.
damit dann Langstrecke, das aber mit einer wirklich entspannten Bestuhlung, so wie es halt eben in einer Private Air 737 gemacht wird. Das ist eine ganz, ganz kleine Nische, in der wahrscheinlich, jetzt mal so als Laie von außen betrachtet, in der wahrscheinlich alles wirklich funktionieren muss, in der alles so passen muss, wie man sich das irgendwann mal auf dem Papier gedacht hat. Man sieht es ja jetzt bei Private Air, die sich ganz klar neu strukturieren müssen, damit man damit auch Geld verdienen kann. Aber es scheint ja zu funktionieren. British Airways fliegt zum Beispiel seit Jahren, seit 2009 glaube ich, also seit mittlerweile fast 10 Jahren, mit ihrem A318 die Strecke von Europa nach New York. Und das in einem A318 mit 32 Business-Class-Sitzplätzen. Dann gibt es noch so Dinge wie die Kreuzflüge von Hapag-Lloyd, die ja jetzt eine lange Pause hinter sich haben, ab 2019, dann aber wieder mit einer Boeing 757-200 durchgeführt werden. Die hat dann 46 Sitzplätze. Und wenn man sich das mal vorstellt, 46 Sitzplätze in einer 757-200, das kann nur gemütlich sein. Das sind dann aber natürlich keine normalen Linienflüge mehr, sondern das ist wirklich feinster Luxus, den man sich vielleicht irgendwann mal gönnen kann. Und da bin ich noch ganz weit weg von entfernt, aber ich habe in den Kommentaren letztens schon gelesen, dass der ein oder andere von euch tatsächlich schon mal so einen Hapag-Lloyd-Kreuzflug durchgeführt hat. Also erzählt gerne noch mal ein bisschen mehr darüber, weil das, was ihr dazu erzählen habt, das ist in jedem Fall sehr, sehr interessant. Aber was wir aus der ganzen Sache rausziehen können, dass die 757 das kann, das ist klar, aber auch kleinere Flugzeuge wie der A318 zum Beispiel, die können solche Strecken fliegen. Das funktioniert durchaus. Der A318 von British Airways, der schafft diese über 6000 Kilometer nach New York, das schafft er nonstop. Der A319 von der Lufthansa, der für die kurze Mittelstrecke ausgelegt ist und entsprechend mehr Kabine zu schleppen hat als der A318, der kann das nicht ganz, der braucht den Tankstopp in Aserbaidschan. Aber in wahrscheinlich schon naher Zukunft wird es wohl immer mehr im Trend liegen, Standardrumpflugzeuge zum Beispiel über den Atlantik oder von mir aus auch von Frankfurt nach Indien zu schicken, weil die Flugzeuge das nun mal zu sehr rentablen Konditionen hinbekommen. Zum Beispiel der A321 Long Range. Aber ich hoffe trotzdem, wenn es dann diesen A321 bei entsprechenden Fluggesellschaften gibt, mit vielleicht 240, 245 Sitzplätzen, dass uns diese Nische erhalten bleibt mit den Standardrumpflugzeugen, die dann aber richtig geil ausgestattet sind. Aber schauen wir mal. Aber damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das waren also die Informationen zur neuen Lufthansa A319-Verbindung von Frankfurt nach Indien, die gar nicht so neu ist, aber irgendwie doch. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu diesem Thema und dann bis morgen. Macht's gut und tschüss.